Hallo und willkommen zurück zum neuen Part von Paper Mario. Wir sind in Toadtown angekommen. Mario, ich hoffe, du hast immer genug Items dabei. Du kannst ganz schön in der Klemme geraten, wenn du angegriffen wirst und nichts dabei hast. Ich rate dir, gut einzukaufen, wenn du eine lange Reise vor dir hast. Wenn du eine lange Reise. Ach ja, ja, jetzt spreche ich dich nochmal an. Ach, ich glaube, ich gehe mal wieder an den Schalter. Ja, ich verstehe gerade nicht, wieso das jetzt so langsam wird. Ah. So. Und was kommt raus? Ein pechschwarzes? Was sagt er? Oh, das ist ein schwarzer Grunzoloid. Sie sind für ihre Wildheit bekannt. Wow. Gut, dann lassen wir den kleinen Grunzoloid. Haben wir in Ruhe. So. Ah! Oh Gott, was kommt hier raus? Gerade eben ist mir ein Geist erschienen. Du hast ihn doch auch gesehen, oder? Naja, wir haben so kleine Gestalt gesehen. Ich bin nicht der Einzige. Ach du Scheiße, ist hier. Da rüben. Nein, andere Seite. Also will uns einer kräftig verarschen hier. Er ist im Wald verschwunden. Mario, dieser Wahnsinn muss enden. Würdest du bitte in dem Wald nach dem Rechten sehen? Eigentlich wäre es ja mein Job, aber ich kann einfach nicht gehen. Ich habe zu viel Angst vor den Geistern. Vor Geistern, ja. Puh, bitte. Ich bitte dich. Okay, da schreit ein Job für Mario. Gut, dann speichern wir auch mal schnell. Speichern. Juhu. Und gehen in den Gruselwald, wo wir vorhin mal waren. Oh oh. Ah, da ist er ja. Verzeihung, Sir. Sie sind nicht zufällig Mario? Wie geht es Ihnen, Sir? Meine Herrin wünscht Sie zu sehen. Würden Sie die Freundlichkeit besitzen, uns in die Villa am anderen Ende des Nimmernimmerwaldes zu treffen? Meine Herrin bat mich auch hinzuzufügen, dass sie über wichtige Informationen bezüglich der Sterne verfügt. Bitte beeilen Sie sich. Seien Sie sich eines herzlichen Empfangs gewiss. Und sollten Sie nicht erscheinen, dann holen wir euch. Oh Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein Scherzbold Deluxe. Der Unbezwingbare, Kapitel 3. Kann ich auch. Hä? Ach ja. Nimmernimmerwald, Toadtown. Ach, gehen wir mal rechts. Irgendwie kommen mir die Sounds aus Zelda bekannt vor. Jetzt mal links. Haha, erster Griff. Wuhu! Da kriegt ihr was auf euren Pflanzenköpfen. Ey, yay, yay. Haha, 4. Und weg bist du. So. Luftangriff. Dass die Zähne hier böse mitspielen, wusste ich ja mal gar nicht. Au, der macht böse Aua. Oh oh. So. Letztes Mal. Oh, da kommt wieder Magie ins Spiel. Ah, brauche ich nicht. Das ist wahrscheinlich eh nur noch ein Punkt, der gewesen wäre. Aber gut, 7 ist eine gute Zahl für mich. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. So gut wie nie eigentlich. Aber egal.
Yay, so, so, so. Ich irre. Das ist mir nicht geheuer, ey. Alter, was geht hier ab? Die sind mir echt nicht geheuer. Was sind das für krasse Blumen, Mann? Alter, 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 Alter. Oh, wer bist denn du? Was glaubst du eigentlich, was du da magst? Umherlaufen. Ohne Führung natürlich. Dies ist ein Nimmer-Nimmer-Wald. Von ihr an wird der Weg äußerst gefährlich. Wusstest du das nicht? Du kehrst besser wieder um. Ich will aber da durch. Aha. Das ist also eine Geschichte. Du bist in Buhus Villa eingeladen. Dann darfst du passieren. Hör gut zu. Wenn du durch diesen Wald gelangen willst, musst du sehr genau auf deine Umgebung achten. Wählst du den falschen Pfad, landest du im Handumdrehen wieder am Waldrand. Die Umgebung nahe des richtigen Weges wird sich immer ein wenig vom Rest des Gebiets unterscheiden. Halte Ausschau nach Hinweisen. Hier zum Beispiel solltest du dir die inneren Bäume genau ansehen. In einem von ihnen wirst du ein glühendes Augenpaar finden. In seiner Nähe befindet sich der richtige Ausgang. In den anderen Teilen des Waldes gibt es auch andere Hinweise. Beobachte den Wald um dich herum mit größter Sorgfalt. Okay, also das ist jetzt mal sehr interessant eigentlich. So, schauen wir mal. Wow, ein Fuzzi. Wow. Fuzzi-Rama. Ah, ich mach mal wieder Multisprung. Yay, ich habe euch alle mal getroffen. So. Luftangriff auf den. Yay. Oh, er küsst mich, so ein blödes Vieh. Au. Was macht das? Hä? Oh, das vermehrt sich. Das ist krass. Finde ich nicht toll. Ehrlich gesagt, gar nicht toll. So. Weil ist der jetzt schon mal weg? Luftangriff. Da, da, da. Och, nö. Nein, die quält mir gar nicht. Und der auch noch. Ah, eklig. So, jetzt lasse ich dich aber mal vor. Du machst deinen Luftangriff. Und der ist nicht weg? Okay, das ist jetzt mal wen verwunderlich hier. So. Aber jetzt bist du weg. Nein, nö, oder? Krenische Blö. Na, jetzt sind schon wieder drei. Das lasse ich nicht mit mir machen. So. Und Kleiner, den wirst du doch jetzt wohl packen. Gut, da ist er weg. Nee. Das ist so ein ewiger Kampf langsam hier. Oh mein Gott. Das kann nur schlimm werden. So, und jetzt Luftangriff. Da, da, da. So, weg. Du lässt es jetzt, ja? Ah. Okay, egal, egal, egal. Die sind jetzt nämlich bald alle weg. So, Cooper, das wird's. Ach, mal dein. Wow. Da war es noch einer. Ach nee, da waren es noch zwei. Bäh. So. Aber ich mag's euch nicht so leid. Und. Yay! Und da kommt wieder einer. Toll. Wow. Wie lange kann das sich bitte vermehren? Das ist einfach unglaublich, wie langsam.
So, gut. Und Tara Carrie, eigentlich ist es ja nicht Cooper. Wieso sag ich Cooper? Bin ich bescheuert? Ah, entscheidet es sich doch mal, mich anzugreifen. Das war die falsche Entscheidung, mein Freund. Die völlig falsche. So, und Paracarry, Luftangriff, da, und fertig ist mal. Das einzige Vorteil, dieser lange Kampf hatte, sind die 16 Sternpunkte. Wow! Und das Geld und das Leben. So. Achten wir nochmal hin auf. Genau, da muss das hier der richtige Weg sein. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. So, gehen wir wieder hier durch. Ja, ich möchte hier durch. Gut, achten wir mal drauf, was ist denn anders? Hier sind Pilze. Oh, da ist ein Weg in die Mitte. Oh, hallo, Kollege. Hör genau zu. Willst du diesen Wald durchqueren, musst du immer den richtigen Pfad wählen. Willst du den falschen Pfad, landest du im Handumdrehen wieder am Waldrand. Solange du deinen Verstand einsetzt und den Wald beobachtest, kannst du dich nicht verirren. Doch merke, dass der richtige Weg nicht immer vor dir liegt. Manchmal musst du auch den Blick nach hinten richten. Hm. Mal schauen. Der richtige Weg unterscheidet sich immer durch irgendwas. Nur was ist es in diesem Fall? Also ich habe jetzt nichts Besonderes entdeckt. Außer, dass hier Lippen dran sind. Hm. Nehmen wir mal den Weg. Gut, schauen wir uns hier mal um. Hm. Da war nix. Ui, wen haben wir denn da? Ja, ich will dich ansprechen. Hey, hallo! Ich bin ein Knospi aus dem Land, das man Blütenfelder nennt. Ein Blumensamen? Hehe, ob ich ihn dir wohl geben soll oder besser nicht? Nun, ich denke, ich gebe ihn dir. Hier, bitte! Wir haben Zaubersamen ausgezeichnet. Bitte pflanze ihn an einen schönen Ort ein und pass besonders gut auf ihn auf. Wehe, du findest keinen hübschen Ort. Wenn ich das herausfinde, werde ich dich mit einem Fluch belegen. Okay, da hat mal jemand wieder Angst gemacht. Gehörig Angst. Gut, dieser Weg ist jetzt auch nichts Besonderes. Okay. Nein, 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 ich will weg. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. So ein freches, lachendes Gesicht auf eines Baums. Ja. Ah, okay, toll. Aber dafür haben wir einen Erstangriff. Au! Ah, Mann. Mitglied wechseln. Wir nehmen Cooper. Und... So, nehmen den Hammer hier. Jetzt kann es noch lustig werden. Oder auch nicht. Der Zauber reduziert den Schaden, den du einstecken musst. Kein Schaden. Gut. Gut. Gut, noch besser. Das ist super. Gefällt mir. Wenn dessen Powerpanzer auf alle mal bitte. Pronto, pronto. Ah, der ist schon mal weg. Und hier nehmen wir auch mal kurz einen Hammer. Pronto, pronto, weg, weg. Au, die machen echt 3 Schaden? Das ist ja übelst. So. Und ich hoffe, dass ich mit Cooper das zu Ende biegen kann. Panzerstoß müsste ausreichen, hoffe ich mal. Immerhin. 8 Sternpunkte. Kriegt man gar nicht so leicht. Yeah. So. Hm, hier sind ganz viele Pilze. Laufen wir noch ein bisschen rum. Oh, hier sind auch ganz viele Pilze. Da ist ein Gegner.
Ah, jetzt hat die mich mal erwischt hier. So, Powerpanzer. Wenn man schon die Power hat, dann sollte man sie auch nutzen. So, Hammer. Ah, gut, dass wir echt bessere Hammer bekommen haben. Eieiei. Alles gar nicht so leicht hier. Das ist wirklich ein... ja, schrecklicher Wald. Aber gut, gerade nochmal davon gekommen. Da passt mal einmal auf seinem Hammer nicht auf und dann das. Yay! Wow, und zwei Blütenpunkte. Ja. Aber gute Frage, wo ist hier der richtige Weg? Also ich finde ja auch keinen Weg in der Mitte oder außen. Ich wüsste jetzt an dieser Stelle nicht, welcher Weg der richtige wäre. Dann probieren wir mal die Pilze durch. Irgendwo muss es ja mal besondere Pilze geben. Okay, die sind richtig. Ich kenne keine Pilze mit Waldkontakte mehr hin. So, gut, schauen wir mal hier. Ach man. Eigentlich wollte ich ja am liebsten ausweichen, aber okay. Müssen wir mit so etwas vorlieb nehmen. So. Und wir nehmen noch dazu einen Hammer. So, die Fuzzi-Teile nerven eher einen nur. Oh Mann, jetzt wird das Leben echt langsam niedrig. So. Koopa, kannst du noch einmal kurz einen Powerpanzer verwenden? Also das ist doch mal gut. Und für den kleinen Fuzzi da drüben haben wir immerhin noch einen Hammer. Um sicher zu gehen. Yeah, 8 Sternpunkte und wir sind wieder über die Hälfte. Bald ein neues Level. So. Aber trotzdem zur Sicherheit, der Obst. Ich nehme noch einen Pilz. Yeah, cool. Gut, schauen wir uns mal wieder um. Gut, lass uns in Ruhe. Ich will dich nicht. Ach, nee. Am Ende müssen wir hier dagegen kämpfen. So. Ich hoffe einfach mal, dass das Vieh dann jetzt kaputt ist. Genau, cool, wow. Gut. Wow, Magie-Time. Okay. Ja, die kriegen wenigstens kein Leben dadurch. Das ist super. So, lassen wir mal wieder Koopa das erledigen. Und der Tag ist gerettet. Nein, eigentlich nicht, aber ich brauche den Satz, ey. So. Eieiei, ich hasse euch. Schlimm. Aber die, ihr seid ja jetzt Geschichte. Yeah! Gut. So. Aber trotzdem. Okay. Mal schauen, ob das andere Blumen auch machen. Die gehen ja alle ein. Also sind wir nicht auf dem richtigen Weg.
Verdammt, die haben uns auch erwischt. Cooper, Powerpanzer Deluxe, bitte. Gut. Ist die eine Pflanze schon mal weg? Währenddessen nehme ich mal Sternerfrischung. Kann ich mich wenigstens so wie ein Aufladen. Aufladen, ja. So. Und Cooper erledigt jedenfalls die andere Pflanze für mich. Yeah! Währenddessen, ich kann ja nochmal Erfrischung nehmen. Kriege ich wenigstens so einiges an Punkte zurück. Und das kostenlos vor allem. Gut, eine Sternenergie. Aber die bekomme ich auch wieder, also immerhin. Gut. Und... yeah! Oh Mann, oh Mann. Also das wird echt in dem Level noch einiges dauern, bis ich da wahrscheinlich durch bin. Oh, das kommt auf einmal überraschend. Hey, Sie sind durch. Herzlichen Glückwunsch. Aber man weiß es nicht. So. Ach ja, da waren ja die. Und jetzt schauen wir mal bei denen vorbei. Ach nee, die lächeln so blöd. Also ist das der richtige Weg. Ah, Mann, oh Mann. Gut. Laufen wir mal umher. Nix Interessantes. Ei, ei, ich hasse euch, Fuzzis. Ihr seid mir zu fuzzihaft. So, testen wir mal aus. Ja, alle habt jetzt einen Dreier-Schaden erwischt. Dazu mache ich Marios Multisprung. Seid jetzt alle am Ende? Ach, das wäre jetzt so schön gewesen. Ich brauche wahrscheinlich dafür bessere Latschen. Eieiei. So, dann machen wir Sternpower Fokus. Gut, und du magst Powerpanzer. Von den kleinen Giftzwergen hier kann man echt nicht vertrauen. Das könnte wieder so ein ellenlanger Kampf werden. Aber ich kürze es gern ab für euch. So, mal schauen. Also ich sehe jetzt nichts, wo... außer das Schild hier. Hast du etwas in Bohus Villa zu erledigen, dann hier entlang. Okay. Schauen wir mal hier vorbei. Ah, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Das ist dann interessant. Puh, sieht so aus, als hätten wir es endlich geschafft, aus diesem spukigen Wald herauszufinden. Hey, Mario, wetten, dass dies hier die Villa ist, von der der alte Buhu gesprochen hat? Ja, sehr gut möglich. Also ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen um. Weil vielleicht finde ich hier noch ein paar interessante Sachen. Ja, ich hätte mich über etwas Interessantes gewöhnt. Oh, ein Voltopilz! Für ein bisschen Schock für die Gegner. Gut, dann schauen wir mal rein hier. Wow, quietschiges Zauntor muss sein. Au. Oh, unser kleiner Diener hier. Willkommen, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren. Ich bin erfreut zu sehen, dass Sie durch die Nimmer-Nimmer-Wald gefunden haben.
Meine Herrin erwartet Sie im höchsten Zimmer dieser wunderschönen Villa. Kein erschreckendes Kommentar oder so? Bitte gehen Sie in den zweiten Stock. Dort werden Sie alle Neuigkeiten über die hohen Sterne erfahren. Ich werde Sie dort erwarten. Gut, welche Neuigkeiten es sind, ob es gute sind oder schlechte, ich vermute hier schlechte, werden wir erfahren. Bis dahin, speichern, einen Cut in den Part machen und einen schönen Tag wünschen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.